ist ans Ludellum Alvana. Löst das Geheimnis und die Rätsel aus der alten Zeit. Halte Waffen sauber und die Würfel bereit. Komm mit uns nach Uvia, nach Uvia. Die Helden sind schon da, alles klar. Auf der Jagd nach Sternensplittern, die vom Himmel fielen. Ohne sie werden Ehrenleute explodieren. Komm mit uns nach Uvia, nach Uvia. Die Reise wird gefahren, das ist klar. Doch mit der Werwolf auf den Badeheilerin und Schädeltyp wirst du deines Schicksals eigener Schmied. Gut, das Ding scheint aus und ihr folgt dem Gang weiter. Gaga vorne weg oder wer will vorne weg? Ich will nicht vorgehen. Sehr hot wieder. Sagen hoch. Ja. Ja. Gleiches, ja. Gleiche Brigade wie vorher. Gleiche Brigade wie vorher. Alles klar, alles klar. Dann ist die Frage, brauchen wir jetzt noch Licht oder sonst muss ich Murray wieder anschalten oder brauchen wir es nicht? Also tatsächlich ist es in diesen Treppengängen ziemlich dunkel. Und du ohne Dunkelsicht hast es schwieriger, was das angeht. Dann schalte ich Murray sofort wieder an. Sanghuf wird uns doch sagen, wenn irgendwas ist. Weiß ich gar nicht, ich höre so weit da hinten. Ihr folgt dem Treppenaufgang durch einen eher schlauchigen kleinen Gang, sehr eng, dass nur einer von euch immer vorne weglaufen kann. Und oh, hat es nicht umgeschaltet? Ich glaube, Julius muss nochmal neu reinkommen. Weil ihr solltet eigentlich... Ich habe umgeschaltet. Ah ja, jetzt, alles klar. Okay. Sorry, ich habe Verzögerung im Dings. Erneut seht ihr auf dem Boden eine Rune, diesmal allerdings wieder anders gezeichnet. Ein Kreis mit vielen kleinen, fast ein Stern gleich. Als da, wo sich der Gang gabelt. Ich gucke wieder, was es ist. Nicht schlecht. Du wirst sagen, von den Pattern her, die jetzt da auf dem Boden sind, das Ding löst Alarm aus. Meine Damen und Herren, die Alarmanlage ist im Haus. Da bitte nicht drauf treten. Gibt es denn eine Möglichkeit, dran vorbeizugehen, oder... Schwierig, nicht wahr? Also ihr habt ja gesehen, die Blitze beginnen schon recht, wenn ihr nahe kommt. Das heißt, das Ding scheint eine Reichweite zu haben. Das hat einen Radius. Und ihr wollt mir jetzt erzählen, dass wir jetzt zwei Magier hier in der Gruppe haben, aber keiner von euch hat die Möglichkeit, Magie zu entschärfen? Kann ich denn mit der Natural 20 jetzt nicht irgendwie erkennen, wie ich die einfacher ausmachen könnte? Ja, das darfst du gerne mit der Natural 20, hast du recht. Aber auch nur, weil ihr schon zwei Stück entschärft habt und dementsprechend habt ihr sogar drei Leute, die das entschärfen können mittlerweile. Also weiß ich jetzt, wie es geht. Du würdest sagen, Finger rausstrecken und einen Blitz loslassen. Also ja gut, aber ich kann es ja nicht machen. Ah, das ist richtig. Ja. Okay. Dann. Also ich drehe mich nochmal um. Auch meine Nachforschungen haben ergeben, die bisherige Methode ist die beste. Ja, okay, dann mache ich das jetzt halt nochmal. Und ihr seht, wie Xerot wieder vorsichtig vorschleicht. Finger, Horn, was hältst du hin? Zunge. Konstitutionsrettungswurf, bitte. Er möchte darauf lecken. Okay, warte. Vielleicht sind wir seinen Gesang dann los. Alter, ein Bade ohne Zunge, ey. Das wäre eine richtig traurige Geschichte. Heftig. Musst du Ausdruckstanz machen, ist auch nicht dieser schön. Pantomimenbade wieder. Junge, das. Das Ding zischt. Der Blitz oder was auch immer in euch geladen ist, haut in das Ding und es gibt wieder einen Rückschuss. Das heißt, anscheinend ist Xerot nicht derjenige, der entschärfen sollte, denn. Ja, das Ding geht aus und verschwindet, aber ihr merkt, dass Xerot sich auf die Zunge beißt. Xerot beißt sich auf die Zunge. Du musst das ganze Abenteuer jetzt bitte lispeln sprechen. Okay. Und bekommt nochmal 5 Schaden.
Sieht Sanghoof denn jetzt sehr mitgenommen aus? Ja, aber was ist mit der Zunge? Beschreib mal meine Zunge jetzt. Du hast den Blitz zurückgeworfen bekommen und es hat deine Zunge erwischt. Also von daher, ouch. Riecht nach Pute. Aber tut es jetzt weh oder? Es blitzt ein bisschen. Riecht es nicht eher nach Hammel? Soll ich seine Zunge heilen oder ist das zu lustig und wir lassen es so? Wir lassen das bitte. Also er sieht jetzt nicht tödlich. Nein, lass ihn übrigens auch in-game. Nein. Er ist nicht komplett tödlich. Ich habe auch in-game Alfie gefragt. Genau, Alfie, wenn du also, das musst du, Xerot, also deine Zunge bitzelt schon ziemlich und das bringt dir sprechen, tut es ein bisschen schwieriger fallen. Ich habe eh nichts mehr zu sagen, ey, so eine Scheiße. Okay, den nächsten erledige wohl ich wieder. Dann weiter. Ja. Also ihr seht, der Gang geht um die Ecke. Ihr seht dort wieder Gitter. Allerdings sind die sehr hoch angebracht, sodass man nicht in den Raum reinschauen kann. Also man kann, wenn man sich dran hochzieht. Aber ich will mich dran hochziehen und reinschauen. Okay. Kaga, okay. Spring vor, du bist sogar fast groß genug, um reinzuschauen. Pump it up. Was? Pump it up, Gaga. Pump it up. Und dann siehst du am Ende des Gitters einen dieser Automaten, der dich entdeckt, während du dran greifst. Bam! Wir haben hier ein Problem, Leute. Oh, verdammt. Deswegen was ist bin vorne? Ich vorgegangen. Du kriegst trotzdem einen Blick. Schleichen ist nämlich meine Spezialität. In den Raum rein, das auf jeden Fall. Du siehst die Gefängnis-Suite und darin auch Avicenna auf dem Bett liegen. Ich habe Avicenna gefunden und wir haben ein Problem. Ja, der Automat kommt vorgesprungen und wird dich angreifen. Oh je. Wer macht denn den Automaten malen? Ich hoffe inständig, dass seine Faust an Gaga zerschmettert. Ich habe seinen Bruder dabei, vielleicht kann ich verhandeln. Ich habe eine Geißel. So. Okay, Deadeye, bitte roll. Du weißt, was du zu rollen hast, wenn du es nicht über einen Mond vergessen hast. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Automat plus 6 auf den Wurf. Kann ich nicht Jupp-Jupp werfen auf den Automaten und der macht hey. Das? Du bist zu schwach, um Jupp-Jupp zu werfen. Das ist richtig. Okay, 23 trifft wohl. Alter. Dazu. Das bedeutet, das sind nur 6 Schaden, aber du rast ja nicht. Das heißt, es sind volle 6 Schaden plus. Es war nicht Deadeye, der gerollt hat, Ben. Oh, es war nicht Deadeye, der gerollt hat. Ich nehme trotzdem den ersten Wurf. Ach, Prof hat sich vorgedrängelt. Alles klar, Prof, danke. Dann aber Deadeye auch, sagt. Prof. Ja, das sind eben, Automaten, das sind eh alle gleich. Also du merkst, dass diese Stahlfaust einschlägt und dann merkst du noch, dass irgendwas Arkanes, irgendwas Energetisches dich stunt. Ihr seht, wie Gagaok an den Gittern festhält und diese Gitter nicht mehr loslassen kann. Gaga ist gestunt und dann dreht sich das Ding zu Xerot um. Xerot, was willst du tun? Du bist der Nächste, der handeln kann, weil Gaga gestunt ist. Der Rest ist noch hinter dir blockiert, sozusagen, den Gang. Was ist denn jetzt da vorne? Ich weiß, wie man seinen Kopf runterschraubt. Hab was gehört. Also inspirieren wird jetzt wohl erstmal ein bisschen scheiße. Ich bin inspiriert, muss ich zusagen. Du bist super. Du bist mein Licht. Hat sich denn jetzt irgendwie ergeben, dass es in irgendeiner Weise einen Alarm gibt oder greift uns erstmal nur dieses Vieh an? Die Rune hast du weggeleckt. Also die Rune ja, ist. Sag ich doch. Aber der Typ greift an und du hörst weitere Geräusche. Deadeye, mach dich bereit, du darfst den zweiten loslassen, der ebenfalls hier ist. Und dann kann ich ja euch das komplette Ding aufmachen. Na, dann würde ich. Kann ich ihn irgendwie analysieren, ob ich bestimmte Schwachstellen an ihm erkenne? Du würdest sagen, diese Arkanleitung, das hast du mitbekommen, als Ehren das Ding abgeschraubt hat. Ja, das könnte man als Schwachstellen, also am Nacken und über die Schulter, diese blauen Leitungen, würdest du sagen,
da könnte man mit einem gezielten Schlag vielleicht das Ding auseinandernehmen. Zumindest kaltstellen, wie es der kleine Jupp-Jupp gemacht hat. Schlag ihm den Kopf ab, ohne Köpfe sind sie machtlos. Nee, ich glaube nicht, dass das so was einfach ist, oder? Geht denn davor? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja. Ich würde erstmal, ich würde einfach mit dem Schwertschlag probieren, diese Runenleitung zu durchtrennen. Mhm. Dann trittst du an ihn ran. Was du siehst, ist jetzt einen zweiten hier oben sich aktivierend hochfahren. Und du siehst auch wir bekommen Besuch. Eine zweite Alarmrune hier hinter der Tür. Okay. Der kann die Rune ja nicht aktivieren, ne? Wenn er drüber läuft. Er wird die Rune, wenn er drüber läuft, nicht aktivieren. Das hast du merkwürdig betont. Naja, ihr wisst nicht, was die Golems alles sonst tun können. Ja. Ist okay, irgendjemand muss vorlaufen und die Rune deaktivieren. Ich kann das nicht. Also Xerbot greift erstmal an. Ja, Xerbot, oder kann ich mich jetzt noch umentscheiden, wo ich das gesehen habe? Kann ich mich nicht kannst du, dann erschweren wir den Wurf, aber ja, kannst du tun. Du kannst dann renne ich jetzt weiter und probiere diese Rune zu deaktivieren. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Du ziehst dein Rapier, siehst dann die Rune und denkst, verdammt, meine Zunge, und läufst auf das Ding zu. Du hast einen Konstitutionswurf mit Nachteil, weil du deine Handlung änderst. Was nehme ich denn jetzt? Weißt du, den kleinen C? Was nimmst du? Du hast Hufe. Ich habe Scheiße, ich habe keine Zehen. So ein Ellbogen. Nimm den Ellbogen. Ein Hörnchen. Naja, komm, nimm mein... Nein, nicht mein Horn, bist du verrückt? Mein Ohr nehme ich. Dein Ohr. Das ist viel besser. Dein Kopf in Richtung Gitter. Ja. Also nochmal Konstitution. Donnerbogen. Komm, jetzt werde ich doch einfach mal einen Konstitutionswurf hinbekommen. Aber es müssen zwei, oder? Gute sein. Ja, es müssen zwei sein. Ach, habe ich Nachteil? Jep. Weil du deine Aktion umänderst. Hm. Okay, es ist wieder eine 5. Nee. Der 5 ist noch vom letzten Mal. Ach, das ist noch vom letzten Mal. Ja, es ist eine 10 bisher. Du musst also 10 ist schon mal das Schlechteste. Naja, das kann auch schlechter. Wir nehmen das Schlechtere. Okay, eine 11. Naja, immerhin konnte ich eine 10. Allerdings nicht der volle Schaden. Was war denn gegen 12? Naja, gut. Also, er deaktiviert auch diese Alarmrune und mittlerweile. Oh, das war jetzt aber. Alter, ich take halt one for the team, Leute, was ist los? Und nur 3 Schaden tatsächlich diesmal. Das heißt, eher ein kleiner Schlag, den du zurückbekommst. Aber ihr seht, also mittlerweile stehen mehrere Haare ab von Xerot und zwischen den Hörnern blitzt es auch immer mal wieder so. Und ich höre auf einem Ohr nicht mehr so gut. Nee, nicht mehr so gut. Du hörst dich selbst nicht lispeln. Alfie, dann kannst du. Ja, dann würde ich mit Guiding Bolt auf die Maschine vor mir gehen. Du trittst so ein bisschen an die Seite, dass noch jemand vorbei kann, und rufst die Kraft von Mystra an und haust mit Guiding Bolt ran und triffst volle Kanne. Das sind 15 Radiant Schaden und der leuchtet jetzt ziemlich gut. Das heißt, die nächste Attacke hat Vorteil. Jetzt kommt, nachdem tatsächlich hier unten diese Rune erlischt, der zweite Automat. Oh nein. Und Deadeye, diesmal darfst du würfeln. Oh, Deadeye war schon vorbereitet, 21 insgesamt. Ihr seht, wie der Automat durch die Gitter greift, Xerot an den Hörnern packt und gegen das Tor haut und mit Xerot damit das Tor ein bisschen öffnet. Die Dinge haben enorm Kraft und jetzt sieht der Bade gar nicht mehr so frisch aus, Alfie. Also er steht noch, es ist alles okay, aber es könnte ihm besser gehen. Er steht noch, aber nur wegen der Leichenstarre. Ist gar nicht dran. Kann ich mich noch bewegen? Weil sie gefragt hat, ob es er heilen kann.
Bitte was? Kann ich mich noch bewegen oder ist das schon vorbei? Ja, du kannst dich noch bewegen. Ja, dann würde ich halt so in Richtung Xeroth und zweiter Automat laufen. Ja. Dann siehst du, wie der andere Automat sich umdreht und nach dir langt. Ein Gelegenheitsangriff, den er bei Xeroth nicht gemacht hat, aus Rücksicht oder weil... Ich sah schon fertig genug aus. Mitleid. aber bei dir mit einer 14 plus 6. Achso, Entschuldigung, ey, wieso würfel ich eigentlich? Entschuldige, ich bin ja schon wieder. Wir haben echt zu lange nicht mehr gespielt. Gelegenheitsangriff für Prof, bitte. Plus 6. Jawohl. Und 16. Trifft dich 16, Alfie? Nein. Du hast 18. Das heißt, du haust dein Schild hoch, läufst unter dem Schild weiter. Du merkst, wie über das Schild irgendeine Energie hinweg stößt. Und dann bist du bei Xeroth. Sehe ich dabei cool aus? Ziemlich. Danke. Also so cool, wie du aussehen willst. Wir erinnern uns an Nefari, cool. Die cool dastehen wollte. Im Sonnenlicht. Hallo, sie sah verdammt cool aus. Jetzt bin ich traurig. Das sah cool so aus. Alex hat es gar nicht gesehen, weil sie gestunt ist. Eren kommt jetzt erst um die Ecke und Xeroth, also es hat keiner gesehen. Aber bei Nefari ist das doch auch in die Hose gegangen, oder? Ja, volle Kanne. Eren, was tust du? Das ist ja überhaupt nicht wahr. Du hast gesagt damals, ich sehe mittelmäßig cool aus. Das ist nicht in die Hose gegangen. Das stimmt. Okay, ich würde mich so um die Ecke stellen, genau da, ja. Wo ich jetzt ungefähr stehe, und würde einmal Magic Missiles auf den Automaten bei Gaga machen. Ja. Ja, was anderes kann ich tatsächlich jetzt gerade nicht. Hau auf, der hat schon gut Schaden und du kriegst, Vorteil bringt ja nichts, du triffst sie auf jeden Fall. Ja. Wie viel hat er jetzt geworfen, jetzt habe ich es gesehen. 1d4 plus 1 hat er nur geworfen. Das ist ja komisch. Da, mach nochmal, weil du kriegst ja... Wenn nochmal du 2, hast, ne? Ja, nochmal 2. Ich mache nochmal 2 dazu und dann noch plus 1 jeweils noch, also plus 2 noch dazu, also nochmal 5. Also so 5. Ja, okay. Dann hauen 10 Schaden tatsächlich in das Ding rein. Und er schaut mit dem Kopf zu dir und du siehst, wie eins der Augen grün aufleuchtet und Mycroft sieht und Jupjup auch, wie eine Art Blickscan über den Magier führt. Und das Ding von Gaga ablässt. Denn die sind natürlich drauf programmiert, Arkanwirker aus. Die wollen eigentlich den Dolch benutzen, verdammt. ja, du siehst Jupjup an dir vorbeizischen und um den Automaten rum, bleibt also in seiner Dings. Und Jupjup, wenn du im Chat, du bist noch im Chat, würfel mal auf Jupjup. Jupjups Attacke. Habe ich vorhin vergessen. Währenddessen, was macht Mycroft, der jetzt auch angehäschelt kommt? Okay. Oh nein. Ich sehe eine betäubte Gaga-Ork. Das ist eine Gaga-Ork, die nicht die Kita loslässt und so ein bisschen Muskelzucken hat. Das schüttel ich erst kurz den Kopf. Ich weiß nicht, warum sie jetzt da so obsessiv... Dann siehst du einen Gobbo, der versucht, wieder an den Nacken zu kommen und irgendwie hinten am Rücken abrutscht und Funken schlägt und dann shit, nicht getroffen hat. Aber wir wissen auch noch nicht, dass Avicenna auf der anderen Seite ist, ne? Weil... Nein, Gaga hat nichts gesagt. Oh, damn it. Doch, ich habe das gerufen. Ah, stimmt. Stimmt, das hast du sogar noch vorm Angriff gemacht, stimmt. Ja. Okay. Pardon. Ihr wisst das. Dann würde ich mein Schwert ziehen, es so im Ziehen quasi einmal über meine Hand. Ich nehme 4 Schaden. Ja. Und... Diesmal ist es kein Feuer, sondern es sind Eiskristalle, die sich an der Klinge bilden. Frostpartikel, sehr schön. Und dann würde ich volle Omme auf den Automaten zünden und Jucke dabei noch zu rufen. Könnt ihr euch durch die Wand arbeiten? Ja. Dann auf, ich beschäftige das Vieh. Ihr seht, zumindest Eren kann das sehen und Jupjup auch, wie dieser riesige Wolf sein noch größeres Schwert einmal über die Hand zieht und die Bluttropfen, die an der Klinge bleiben, sofort gefrieren und rote Eiszapfen bilden und eine Wolke aus Blut und Eis sozusagen im Schlag mit auf das Ding
runter niedergeht. Okay, ich habe eine 22 insgesamt. Das trifft. Und dann kommt an Schaden einmal 17. Das wäre dann der erste Angriff. Okay, ja, alles klar. Und dann hole ich nochmal aus. Zweiter Angriff. Das hätte ich eine 18, trifft das noch? 18 trifft gerade, ja. Okay. Und das ist nochmal 12 Schaden. Erster Schlag, haust du eine tiefe Kerbe in den Brustpanzer. Der zweite Schlag geht über den Nacken, trennt eins dieser arkanen Schläuche auf und vereist es sofort. Und du siehst, wie das Ding nach vorne umkippt. Also, durch die Wand. Jupp. Gaga ist dran und darf ihr Stun lösen mit einem Konstitutionsrettungswurf. Oh. 14. Ja, reicht, um tatsächlich die Gitter loszulassen, einen Schritt zurückzugehen. Deine Runde ist rum, aber du bist nicht mehr gestunt. Xeroth, was tust du? An den Hörnern gepackt, gegen die Wand gepresst, die Tür ist ein bisschen offen und das Ding hält dich sozusagen fest. Das heißt, ich kann noch nicht weglaufen oder so? Nein. Du bist grappled. Ja, dann jetzt Plan A. Mit dem Schwert probieren, seine Runenkabel da zu kappen. Du, das ist ja noch gezogen, genau. Und du bist direkt dran. 20. Ja, das trifft. 18 hat er. Dann also, darfst du. Achso, doppelter Schaden, oder? Ja, genau, das ist genau doppelter Schaden. Das wird auch hier nicht. Warte mal. 1, 3. Also wir müssen wahrscheinlich nochmal würfeln. Verrechnet, ne? Ich sehe es auch nicht. Plus Magic, plus 1. Das wird nicht verdoppelt. Nee, komisch, ich habe es da nicht eingestellt. Dann. Ja, würfel einfach mal den doppelten Schaden plus dein Dings. Plus 3 da richtig gemacht, aber. Also, ja. Was muss ich jetzt nochmal würfeln? Würfel deinen Schaden vom Silberleit mal normal. Ich weiß nicht, warum das jetzt so eingestellt wurde. Also ein D6. Ja. Ein D6, das verdoppelt. Und er hat es nicht verdoppelt, deshalb ist es ein bisschen komisch. Also. 5. So. Das heißt 10 Schaden und dazu kommt noch dein plus 3 und dein plus 1 von Zerzauberung, also 14 Schaden. Na, das hat sich doch. Endlich und mal, ey. Irgendwie versuchst du mit Silberleit hochzustechen und schrammst über den Brustpanzer, über das Gesicht so halb dran. Und beim Rückziehen kappst du auch eine dieser Leitungen. Aber das Ding scheint noch aktiv. Und dann ist Alfie dran. Jo, ich habe ja vermutlich gesehen, dass das jetzt die Schwachstelle war, oder? Ja. Dann gehe ich mit meiner Axt auch auf die Stelle. Okay, dann neben Xeroth. Auch hier, also Xeroth musste einfach so hoch, bei dir ist dieses Gitter dazu. Das heißt, du kannst versuchen, die Tür so ein bisschen aufzudrücken. Mit deinem Schild oder so, du bist noch nicht bei ihm im Raum. Du könntest dir einen Vorteil verschaffen, wenn du den zum Beispiel umzingelst. Ah ja, dann mache ich das. Ja, dann kriegst du durch. Das Ding ist ja, die Rune ist ja deaktiviert. Das heißt, du zwängst dich durch die Tür durch, siehst, der hält immer noch sehr fest, schaut dann zu dir und dann stehst du schon hinter ihm und haust mit. Mit deinem Hammer. Vorteil. Mit deinem Hammer, genau. Ja, ja. Und Vorteil. Gut, die 24 trifft schon mal. Oh nein, das ist der falsche Hammer. Das war der falsche Hammer. Stimmt, ich habe so viele Hämmer. Macht aber nichts, du kriegst trotzdem dasselbe Plus. Also wir können die Würfe einfach nehmen, weil... Ja, okay. Stimmt, das ist das gleiche. Dasselbe Plus. Das heißt, 24... Ich habe zu viele Hämmer, was soll ich sagen? Tatsächlich. dann würfel einmal den Schaden jetzt von deinem Großen. Da müssen wir jetzt den anderen nehmen, weil... Ja, also, das ist ein W10 plus 2. Ja, genau, ein W10 plus 2.
Ja, sauber. Das sind nochmal 10 Schaden auf den drauf. Existiert immer noch und darf sich jetzt wehren. Deadeye, wen willst du angreifen? Aaron oder Alfie? Inzwischen darf Aaron mal erzählen, was er tut. Und Deadeye trifft auf jeden Fall mit 19, egal wen. Alfie, ja. Alfie durch das Schild durch. Aaron, was tust du? Ich müsste jetzt durch 3 Leute irgendwie durch, oder damit ich zu dem letzten noch hinkomme. Oder? Ist richtig, ja. Ja, dann gehe ich um die Ecke und verstecke mich. Der Mann hat es auf mich abgesehen. Nee, also wieder zurück. Ah, okay. Ja. Alles klar. Ja. Ja, dann hörst du Mary. Was ist los, Großer? Warum lispelt Mary? Weil er keine Zähne mehr hat. Also ich habe ihm doch die anderen wieder reingebaut. Ja, meinst du, das heilt so schnell? Ja, und du siehst, dass die tatsächlich etwas größer sind und er hat jetzt so 2 Hasenzähne. Das Metall. Dafür haben wir so viel cool Geld aus. Ausgegeben. Und wir sehen jetzt aus wie ein Trottel, Mary. Wir bleiben schön hier in der Ecke und warten ab, bis alles geklärt ist. So wie immer. Aber wir sehen jetzt, wie wir kämpfen und Aaron mit seinem imaginären Schädel darüber diskutiert, warum er lispelt. Ihr seht das gar nicht. Das seht ihr nicht. Alfie, dreht sich lässt anscheinend Xerhot komplett auf. Der Oberkörper dreht sich einmal um und du kriegst einen vollen Hieb und damit 6 Schaden plus den arkanen Schaden. Nummer 6. Warum freut dich das so, Ben? Bist du gegen mich? Ich bin für der euch und gegen euch. Das ist das Fiese meiner schizophrenen Art hier. Als nochmal 6, schön. Ja, und merkst diesmal das Schild nicht schnell genug hochgezogen. Mycroft, du siehst, wie Jupp tatsächlich durch die Wand diffundiert. Und du hörst auf der anderen Seite, wie er irgendwie über einen Stuhl stolpert oder sowas. Das ist ein blöder Platz für einen Stuhl. Und dann hörst du drüben auch Avicennas Stimme. Wer seid ihr? Ich komme in Frieden. Also wenn ich Avicennas Stimme höre, dann kann ich ihr jetzt auch rüberrufen, ne? Ja. Meisterin Avicenna, der Goblin ist da, um euch zu befreien. Wir sind da, um euch zu befreien. Hui. Ja. Und ihr hört, wie Jupp anscheinend sich an der Tür zu schaffen macht. Gut, dann... Mycroft ist dran. Ja, dann würde ich mich neben Xerhot stellen, so wie das geht. Ja, geht. Hier passen 2 nebeneinander, ja. Er ist er immer noch im Griff von diesem Ding? Nein. Okay. Der Typ hat losgelassen und Alfie angegriffen. Okay. Da, Vorsicht, Sanghof. Und dann schlage ich auf das Ding drauf. Ja. Es ist immer noch eiskalt. Okay. Das ist eine 19. Trifft. Jupp, du darfst gerne mal einen W20 für mich würfeln. Oder für dich, besser gesagt. Und du kriegst plus 6. Halt, Moment. Doch, plus 6, liebes Werkzeug. Drauf. Weil ich die 1 von meinem Schwert rerollen dürfte, wegen Great Weapon Mastery, bin ich jetzt bei insgesamt 15 Schaden. Also mit Elementarschaden und allem. Das dürfte... einfach... Ich kann ihn auch noch vollständig zerhacken. Ja, der sieht schon ziemlich aus, aber du hast beim Schlag nicht komplett diese Leitung gekappt. Du kannst nochmal draufschlagen. Schade, dass ich jetzt eine 1 gewürfelt habe. Ah. Ja, den zweiten Schlag kann er mit seinem Arm abwehren. Und man hört hinten bei Jupp, verdammt, das war meine Lieblingskralle. Das hat nicht geklappt. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Dann ist Gaga wieder dran. Ihr habt euch alle ja so wunderbar positioniert, dass ich da jetzt nicht rankomme. Tatsächlich. Tritt nochmal auf den, der schon liegt. Oder verprügel Aaron. Ja. Hat heute noch keinen Knuff gekriegt. Aaron, was machst du da? Ich spreche mit Mary. Warum er lispelt. Ja. Ich bleib da stehen. Alles klar. Ich hebe Spielregeltechnisch gehe ich in Wartestellung und
schaue, ob ich vielleicht später meinen Zug einsetzen kann. Probably not. Technisch musst du mir sagen, was diesen Zug triggert. Das heißt, wenn du deine Aktion herausziehst. Wenn Platz an dem, also an dem Viech wird, also das heißt, wenn Minecraft oder Xeroth weggeht. Okay. Alles klar. Genau. Gerne. Gut, Xeroth, du bist dran. Ja, nochmal drauf, ne? Ja, Silverlight. Du bist jetzt auch wieder frei, kannst ein bisschen dich eher bewegen, die Tür ist weggestoßen und du kriegst Vorteil durch Alfie. Könnte ich probieren, zwischen den, also zwischen, weil vielleicht merke ich, was Gaga hinter mir plant? Also, dass sie auf ein Opening wartet? Nein, das kriegst du nicht mit. Also, sie hat auch nichts davon gesagt, von daher kriegst du das nicht mit. Dann schlage ich einfach zu. Mit Vorteil, durch Alfie. Ja. Ja, den brauche ich auch. Okay, ja, das trifft nicht. Klink. Er dreht sich wieder zu dir um, klärt das ab. Und zweiter Wurf. Hä? Nee, warte. Nee, sorry. Das war W20. Ja. 12 plus 7, 19, das trifft. Mhm. Ja. Das Jawohl. Trifft. Das könnte es gewesen sein. Schaden hast du schon bei dem Wurf davor, ne? Ein ja. W6, genau, ja. Achso, das ist dein W6er. Der Schaden war 8. Achso, okay, können wir auch nehmen, ja. Dann nehmen wir den 8er Schaden plus 1 plus 3. Ich muss immer drauf gucken, ob das alles drin ist, weil ich diese Magier-Dings sichert. Aber 8 Schaden reicht, damit sind wir durch und du trennst gezielt die zweite Leitung ab und merkst, der Kopf zu kurz, die Augen erlöschen und dann kippt er seitlich weg.